Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Gelb, meine Damen und Herren. Und heute werden wir hier in Prismania City aufschlagen und mal gucken, was wir da so erleben. Wer bist du denn? Heute nicht aus Team Rockets Angelegenheiten heraus. Ich hab Geist gemacht. Ich hab Geist gemacht. Okay, was hast du zu sagen? Quappo ist mein bester Freund. Es entwickelte sich, als ich einem Quapuzzi einen Wasserstein gab. Dann wird das wahrscheinlich Quappo Quappo sein. So, was haben wir denn hier für ein Haus? Gehen wir doch da erstes mal rein. Prismania Villa. Dann spazieren wir da mal rein. So, was haben wir hier? Meine treuen Pokémon leisten mir Gesellschaft. Mauzi bringt sogar Geld mit nach Hause. Oh, dein Pikachu ist ein wahres Prachtexemplar. Dein Pikachu scheint dich zu mögen. Ja, ne? Krasses Pikachu. Ich habe das Schild gar nicht gelesen, ne? Game Freak, Konferenzraum. Aha. Kann man hier schlafen? Nee. Aber hier ist ein PC drin. Ja, aber da wollen wir jetzt gar nicht dran. Das ist ja Quatsch mit Soße. Hier ist doch gar keiner. Konferenzraum wird gerade nicht genutzt. Was haben wir hier? Game Freak Entwicklungsabteilung. Aha. Guten Tag. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne. Und nicht zu vergessen Sabrina. Was? Ich bin der Programmierer. Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen. Gib nicht auf. Zeig ihn mir, wenn er komplett ist. Okay, okay. Ich bin der Grafiker. Ich habe dies alles gezeichnet. Sehr gute Arbeit. Sehr gute Arbeit und hier kommen wir nicht weiter. Da ist aber noch eine Abteilung. Und wie kommt man denn da hin? Sage mal, wie kommt man denn da hin? Zufälligerweise weiß ich das. So, erstmal hier rum. Dann hier oben durch. Und dann einfach von hinten hier die Treppchen hoch. Da sind wir schon. Und? Ich weiß alles. Okay. Hallo. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Gameboy. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Dafür, dass er alles weiß, naja. Tipps für Trainer. Die Benutzung des Link-Kabels. Naja, später. Und wir halten Evoli. Möchtest du Evoli einen Spitznamen geben? Ja, Wollo. Evoli. Evolution. Vom Affen. Keine Ahnung. Affe. So. Affe wurde Pokébox 2 transferiert. Ein Infoblatt über TM. Es gibt insgesamt 50. Außerdem gibt es 5 TM, die mehrfach nutzbar sind. Silfoco. Sehr nett, dass uns das mal gesagt wurde. So, wir haben jetzt Evoli. Könnten Evoli jetzt entwickeln zu irgendwas? Dazu brauchen wir aber einen Stein. Einen Entwicklungsstein. Vielleicht holen wir uns den gleich mal. Denn hier ist jetzt das Einkaufszentrum, der Pokémon-Markt. Vorher sprechen wir mit der jungen Dame. Ich habe Smogon auf der Zinnoberinsel gefangen. Es ist nett. Doch wenn man es ärgert, atmet es Gift aus. Yo. Okay. Pokémon Center Musik. Aber es ist auch die Marktmusik. Willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Auf der Tafel rechts findest du eine Übersicht. Ja, brauchen wir nicht. Wir gehen einfach so durch. Wer bist du? Vor längeren Ausflügen solltest du Beleber kaufen. Super Schutz hält Pokémon auf Distanz. Es ist besser als normaler Schutz. Geil. Okay, ihr habt dann wahrscheinlich was im Angebot, ne?
Erstmal gucken, ob wir nicht irgendwas hier noch mal verkaufen können. TM39, habe ich vergessen, was es ist. Ich glaube, es ist Traumfresser, ne? Oh, wir können TMs kaufen. Aber ich wage mich zu erinnern, dass die nicht gut waren. Ich kaufe einfach mal alle. Wir haben es ja. Noch. Und dann gucken wir einfach mal, was wir da an Attacken finden. Ich weiß es nämlich ganz ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, das war Traumfresser. 37 oder... Ich weiß es auch nicht mehr. Was ist denn TM1 überhaupt? Die erste TM. Wir gucken jetzt alles nach. Auch wenn manche natürlich absoluter Blödsinn sind. Aber das macht nichts. Wir haben genug Geld. Doppelteam. Doppelteam ein Pokémon. Ja, Doppelteam ist schon absoluter Blödsinn. Aber das bringen wir einfach mal irgendjemandem bei hier. So, was war Traumfresser, ne? Sternschauer, achso. 33 ist Reflektor. Absoluter Schmutz. Absoluter Schmutz. Ja gut, dass wir das gekauft haben. Was haben wir noch? TM2. Klingensturm. Ja, Klingensturm ist sogar nicht so schlecht, aber Hornbohrer. Eierbombe. Heieiei. Megahieb. Megahieb ist immer gut. Kann das noch irgendjemand lernen? Braucht das noch irgendjemand? Ich glaube, eigentlich nicht, oder? Ich hatte ja noch eine Müllattacke, aber... Ja. Wir machen Raserei natürlich weg. Also Megahieb wird natürlich nicht bleiben, aber... Warum nicht? So, hatte ich 7 schon? Hornbohrer. So, dann haben wir Eierbombe. Hatte ich auch schon, ich Idiot. Megakick. Erstmal nicht. Jetzt müssten wir eigentlich wieder Platz haben, aber wir müssen... Erstmal wieder 2 verkaufen. So. Ja, die behalten wir. Was hat der andere denn im Angebot? Achso, der hat das, den normalen Kram einfach. Okay. Gucken wir erstmal wieder hier. Denn ich glaube, das letzte habe ich noch nicht. TM17. So, TM17. Überroller. Dafür 3000 ausgeben. Eieieiei, da haben wir aber viel verloren an Geld. Das macht nichts. Wollen wir mal gucken, was wir hier so finden. So, nächste Abteilung. Hallo, ich habe kürzlich Pokémon durchgespielt. Du bist noch nicht so weit. Vielleicht hilft dir das hier. Und wir halten TM18. Ist Konter. Ich brauche TM hier sowieso nicht. Ja, Konter ist auch Schmutz. Jedes gefangene Pokémon erhält eine ID-Nummer und wird mit dem Namen des Originaltrainers OT registriert. Der OT ist der Trainer, der das Pokémon gefangen hat. Aha. Komm, Georg. Ich bin Georg-Sammler. Na du? Georg hat sich zu einem anderen Pokémon entwickelt. Cool. Mein Kumpel tauscht sein Kangama gegen mein Georg. Anhand ihrer ID... Oh, das ist eine... Anhand ihrer ID-Nummer kannst du Pokémon, die du beim Tausch erhalten hast, identifizieren. Das ist ein Super Nintendo. Aha. Das waren noch Zeiten, wo man im Supermarkt noch Spiele spielen konnte. So, wer bist du? Ich kaufe der Nachahmerin ein Geschenk. Ich kaufe ihr diese trendige Poképuppe. Naja, die olle Nachahmerin. Ich habe einen Tipp bekommen. Du kannst vor wilden Pokémon fliehen, wenn du sie mit einer Poképuppe ablenkst. Ja, dafür ist es aber eigentlich zu teuer. Freundchen, so, hallo, kann ich dir behilflich sein? Schau dich in Ruhe um. Wir können jetzt hier Steine kaufen. Und ich würde sagen, wir nehmen... Wir nehmen aber mal den Donnerstein mit. Dann können wir ja Augenzwinkern, können wir ja Pikachu entwickeln. Pikachu entwickelt sich ja mit einem Donnerstein.
Und meine Katze miaut mich hier die ganze Zeit an. Ich weiß nicht warum. Was ist da los? Nur hier kannst du leistungsfördernde Mittel für deine Pokémon kaufen. Calcium steigert die Stärke, bla bla, Initiative, Carbon. Ja, wir wissen das. Wir wissen das. So, hallo, kann ich dir behilflich sein? Wir kaufen einmal, weil es so teuer ist, Eisen. Eisen ist immer gut, wissen wir ja. Braucht der Körper so. Ich muss mal ein paar Sachen ablegen, glaube ich, ne? Hier. Sippy braucht immer Eisen. Wer bist du? Ich bin wegen der leistungsvolleren Mittel für Pokémon hier. Protein steigert die Angriffsstärke. Eisen stärkt die Abwehr. Schön. Schön, schön. So, dann sind wir ganz oben angekommen und... Ob du es glaubst oder nicht, meine Schwester ist eine Trainerin, aber sie ist so kindisch. Ich werde noch ganz verrückt. Ich bin durstig. Ein Königreich für ein Getränk. Ja, gut, dass hier Getränkeautomaten stehen. Und wir nehmen mit Tafelwasser. Ja, weil ich so gütig bin, gibt's noch einen Sprudel. So. Und wir geben Tafelwasser. Ja, Tafelwasser. Vielen Dank. Nimm bitte dieses Geschenk. Und wir halten TM13. Und zwar ist das Eisstrahl. Damit kann man manche Gegner einfrieren und das tun wir auch. Und... Da haben wir es. Eisstrahl. Zack, 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 zack. Und das bringen wir unserem Nemo natürlich bei. Blubstrahl. Und Nemo lernt Eisstrahl. Jetzt können wir Eisstrahl schön einsetzen. Das speichern wir schon mal. So, habe ich das Spiel erstmal gesichert. Kann ich hier mit einem Fluchtseil raus? Dann brauche ich nicht extra nach unten gehen. Ja, natürlich nicht. Aber wir können ja den schönen Fahrstuhl benutzen. Fahrstuhl benutzen. Geil, Fahrstuhl hier. Muss ja auch mal sein. Ab ins Erdgeschoss. Bibi. So. Dann gehen wir nochmal hier rüber, aber hier kommen wir nicht weiter, weil hier ist schon wieder so ein Relaxo. Kein Problem. Wir gehen einfach hier oben lang. Halten uns erstmal fern vom Gras. Ich muss hier erstmal hier durch. Hallo. Wie bist du hier reingekommen? Solide Leistung. Ja, krass bin ich. Krasses Schwein. So, hier steht nämlich ein Haus. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemandem davon. Du bekommst auch etwas von mir. Und wir halten VM2, was Fliegen hält. Die wird mir von Nutzen sein, aber ich habe im Moment ja kein Flug-Pokémon. Aber nur zur Zeit. Wenn wir gleich ein bisschen trainieren gehen, dann werde ich ein Flug-Pokémon besitzen. Und das ist der Trick. Aber bevor wir das tun, werden wir natürlich wieder zurückgehen und die Stadt weiter erkunden. So. Hier unten ist eine Arena. Da kommen wir aber erstmal nicht hin. Wer bist du? Die Spielhalle schadet dem Ruf unserer Stadt. Ha? Mist, ich habe alles verspielt. Hätte ich da nur meine Münzen rechtzeitig gegen einen Preis eingetauscht. Ja, ich würde sagen, in die Spielhalle gehen wir noch nicht. Ich weiß ja, wo die ist. Sondern wir besuchen erstmal die Häuserchen hier unten. Entschuldigung. Noch ein Team Rocket-Mann oder wer bist du? Was starrst du mich so an? So, ein Restaurant. Hallo, wir machen gerade eine Pause. Okay. Nom, nom. Der Mann drüben am Tisch hat Haus und Hof verzockt. Meine Pokémon sind ziemlich schwach, deshalb gehe ich auf zur Drogerie. Ja, ist ja gut da hinten. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken.
Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Und wir halten einen Münze die Münzkorb. Münzkorb, wer bist du? Psst. Und der Spieler befindet sich ein Keller. Was? Keller. Gut zu wissen. So, was haben wir hier? Boss, wir haben gerade 2000 Pokémon als Preise versandt. Schenkt dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Oh. Aha, mit den Spielautomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. So ist man da früher also als Kind auch drauf gekommen, weil ich habe schon gedacht, so, wie bin ich da als dummer kleiner Junge eigentlich drauf gekommen? So, was haben wir hier? Die Sauerlaub war eine Idee meiner Schwester. Ich mache hier mit meinem Bruder und meinem Freund Urlaub. Prismanesse, die ist wunderschön. Warum nur musste sie ihren Bruder mitnehmen? Ja, keine Ahnung. Können wir hier schlafen? In diesem Hotel sind keine Pokémon erlaubt. Tut mir leid. Oh. Aber hier müsste eigentlich, war es nicht so, dass hier in der Ecke ein PC stand? Pikachu liebt uns mittlerweile. Ich wollte aber wissen, ob hier ein PC steht. Ich meine, der war doch hier trotzdem drin, oder nicht? Ich kann nur nicht... Ah, jetzt. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Ich kann diesen einen... So. Der ist hier auf jeden Fall irgendwo. Aber, ich habe ihn nicht gefunden. So, hier ist gar nichts, oder was? AP Plus. Ja, AP Plus ist sehr wichtig. Deshalb werden wir jetzt hier irgendwas wegwerfen. Was wir nicht mehr brauchen. Das ist gerade aber schwierig, weil wir das alles brauchen. Ja, Fluchtseile, komm. Wir haben Schaufler. Da brauche ich keine Fluchtseile. So. Gut, ja, damit wissen wir jetzt, dass es einen versteckten Schalter in der Spielhalle gibt, der irgendwas auslöst. Da wollen wir doch glatt mal gucken. Habe ich meine Pokémon denn... Ja, wir können auch mal ein anderes Pokémon eigentlich mitnehmen. So. Wenn wir gerade schon dabei sind, weil wir brauchen jetzt theoretisch... Brauchen wir jetzt erstmal Radaros nicht mehr. Denn Blitz wird nicht mehr benötigt. Dafür sollten wir uns... Wachtelo erstmal wieder mitnehmen. Weil wir damit ja fliegen können. Ja, hier. Fliegen. Pokémon beibringen. Und... Wachtelo. So, und damit kann Wachtelo endlich fliegen. Das heißt, wir brauchen nicht mehr laufen, theoretisch. Ich werde es aber wahrscheinlich trotzdem ein bisschen machen. Weil Laufen immer gut ist. So, jetzt müssen wir eben einmal gucken. Wir haben immer zu viele... Ach Quatsch, Items dabei. Und deshalb müssen wir mal welche ablegen. Und ich würde sagen, wir legen den Detektor ab. Den benutze ich eh nicht so. Dann die Angel. Auf jeden Fall. Superball brauchen wir, Belieber brauchen wir. Dann die TMs. Wenn ich die nochmal brauche, weiß ich ja, dass die hier sind. Da. Und da. Und den Rest behalten wir erstmal. Noch eine Sache. Ich habe ja den Donnerstein gekauft, weil Pikachu sich entwickelt durch einen Donnerstein. Ich glaube, wir verschwenden den jetzt aber, oder? Sippy weigert sich. Man kann nämlich Pikachu in Gelb nicht entwickeln lassen. Das heißt, man bekommt niemals einen Raichu. So, ich werde mal ganz kurz Wachtelo wieder ablegen. Den holen wir mal gleich wieder raus. Denn wir wollen nur eben einmal Affe mit uns nehmen. Dann kriegt Evoli nämlich den Stein. Und entwickelt sich. Und durch den Donnerstein...
Werdest du Blitzer mit einem witzigen Sprite hier irgendwie? Ich finde das irgendwie witzig. Gut, dann haben wir einen Blitzer. Benutzen wir jetzt natürlich nicht, weil wir haben schon Pikachu. Normalerweise hätte ich Pikachu sogar ausgetauscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hätte mir lieber ein Electek oder sowas geholt. Aber da wir hier jetzt in einem Let's Play sind, wo wir das so spielen, wie wir das spielen müssen, was auch immer das heißt, werden wir das jetzt so spielen. So, erstmal hier wieder rein. So, wir sind wieder topfit. Und wir dürfen jederzeit wieder vorbeikommen. Ist das nicht nett? So. Es wird Zeit. Wir gehen in die Spielhalle. Ich gehe erstmal hier rein. Was haben wir hier denn? Ich hätte gerne ein Porygon, aber ich habe kein Glück an den einarmigen Banditen. Ich hatte heute eine Glückssträhne. Was haben wir hier denn? Wir tauschen Münzen gegen Preise ein. Themen 23, 15 und 50. Also, weiß ich nicht, was es ist. Wir könnten uns einen Sichlor für 6500, ein Pinsel auch und ein Porygon für 9999 holen. Aber. Ach, guck mal einer an. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ich habe so lange keine gelbe Edition mehr gespielt. Ich hatte fest damit gerechnet, dass man hier ein Dratini sich holen kann, aber. Das ist hier gar nicht bei. Das ist ja gar nicht hierbei. So, dann gehen wir mal durch die Halle. Und ich werde erstmal einfach nur hier durchlaufen. Ein paar Mal A drücken. Na, kommt nix. Und wir finden 10 Münzen. Schön. So, weiter geht's. Einmal hier lang gelaufen. Ich drücke und wir finden nochmal 10 Münzen. Die liegen aber am Münzen rum. Ist das nicht ein Träumchen? Dann noch weiter, noch weiter. Bloß kein Ansprechen hier. Außer Pikachu. Ja, Pikachu, ganz ruhig. Nochmal 10 Münzen. Ich weiß nicht, wie viel hier rumliegt. Aber nochmal 10 Münzen. So. Und nochmal sogar 10 Münzen. So, dann ich gehe auch nochmal hier hoch. Wer weiß, ob da noch was rumliegt. Nein. So, was macht der da am Bild? Hallo? Verschwinde von dem Poster, oder? Ich muss, Oh, der will kämpfen. Da hätte ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Mit einer Peitsche. Team Rocket möchte kämpfen. Nicht, dass er mich auspeitscht. So, Big, du bist an der Reihe und du legst erstmal schön los mit einem guten alten Schlitzer. Ne? Haben wir ja in der letzten Folge kennengelernt und lieben gelernt. Wieder mal ein Volltreffer. Dann hätten wir noch Zubat. Ich wechsle jetzt aber erstmal gar nicht mehr hier. Hier wird die mehr gewechselt. So, auch wieder ein Voll... Was ist denn mit Schlitzer los? Ist das immer ein Volltreffer? Ich hatte das nicht so in Erinnerung. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden konnte. Hä? Der ist aber verschwunden. Ist ja unglaublich. So, wir sind aber noch nicht fertig hier in der Spielhalle. Wir wollen ja noch jeden ansprechen. Jetzt war ich schon in der Ecke hier. Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen. Und nochmal 20 Münzen. Wie geht's? Brauchst du ein paar Münzen? Nochmal 20 Münzen. Junge, Junge, wir sind ja fast reich. Glücksspiele sind unheimlich. Man wird schnell davon abhängig. Hey, du hast Wichtigeres zu tun, Champion in Spee. Die Arenaleiterin von Prismania City heißt Erika. Sie trainiert Pflanzen-Pokémon. Sie wirkt sanft, doch man sollte sie nicht unterschätzen. Herrlich, das macht Spaß. Sitzt der Typ einfach in der Spielhalle. Möchtest du auch spielen, Junge? 10 Münzen, wieder für uns. Ich glaube, jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance. Psst, hör mir zu.
Man sagt, diese Spieler gehören Team Rocket. Ja, okay, dann würde ich sagen, ein einarmiger Bandit. Wir haben ja ein paar Münzen. Wo steht das? 100? Haben wir 100? Wir setzen 3 Münzen. So, und jetzt einarmiger Bandit. Müssen wir einmal ziehen hier. Wupp. Oh. Wupp. Oh. Wupp. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay, nochmal. Zack, zack, zack. Oh, fast hätten wir Mauzi gehabt. Nochmal 3 Münzen. Komm rein da jetzt. Und tja, tja. Wieder nicht. Ich habe auch kein Glück im Glücksspiel immer, ne? Ich muss schneller drücken. Zack, zack, zack. Das war nicht schnell genug. Ich habe verkackt. Auch nicht schnell genug. Okay, ein bisschen haben wir noch. Wir haben noch 3 Münzen. Wir haben noch 3 Münzen. Wir haben noch 80 Münzen. Rein da jetzt. Okay, ich muss das taktischer, glaube ich, angehen. 1. 2. 3. Oh, wieder fast. Gibt's doch nicht. Schon 30 Münzen und nicht. Ah, guck mal, 8 Münzen wieder zurückgewonnen. Boah, schwieriger. Als ich dachte, so ein Glücksspiel hier. Hui, oh, hui, oh, hui. 15 Münzen. Yeah. 10 Münzen noch, da haben wir unsere Ausgangsposition wieder. Ah, 13 Münzen. Komm, die 7. Nein. So, wir haben 2 Münzen Gewinn gemacht, das reicht mir. So, was ist da? Willkommen in der Rocket Spieler. Benötigst du Spielmünzen für 1000 zu 50? Ja, das ist ja Wucher. Aber egal. Ich werde jetzt ein paar Mal rumdrücken. Junge, Junge, Junge. So, wir haben jetzt fast unser ganzes Geld ausgegeben hierfür. Und haben jetzt 1000 Münzen. Was konnte man sich für 1000 Münzen denn nochmal holen hier? Das ist ja. Ja, hier glaube ich nichts, ne? Das war die zweite Seite, da muss man schon, ja, da muss man schon richtig viel haben. Ach, ein Vulpix. Da holen wir uns einen Vulpix. Und wir halten Vulpix. Und Vulpix ist ein Fuchs oder so, keine Ahnung. Und nennen wir einfach, Fuchsi. Tja, damit haben wir einen Vulpix. Das ist schon mal schön und wir haben jetzt mittlerweile fast 40 Pokémon gefangen. Fehlt ja nicht mehr viel. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir gucken, was dieses Poster auf sich hat. Was damit nicht stimmt. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Gelb, meine Damen und Herren. Danke fürs Zusehen.